Hallo Freunde, Luca hier von Faster Bikes. Und zwar möchte ich euch heute das neue CYC-Display, das SW102, vorstellen. Es handelt sich hierbei eigentlich um ein relativ Standard-E-Bike-Display, wofür es auch eine Barfang-Version gibt. Jedoch besitzt dieses hier eine spezielle Firmware für CYC. Es ist sehr klein und sehr simpel gehalten. Es besitzt einen 1,3 Zoll Bildschirm. Die Eingabetasten sind ebenfalls am Display direkt verbaut und es ist vom Aufbau her dasselbe Display wie das EggRider V2 Display. Hier findet ihr die Abmessungen. Einschalten könnt ihr das Display über den Power-Knopf, der sich an der Oberseite des Displays befindet. Die Einstellungen funktionieren hier relativ ähnlich wie beim DS103 Display. Um in das Menü zu gelangen, müsst ihr innerhalb der ersten 15 Sekunden nach dem Einschalten auf der Taste M bleiben. Dann öffnet sich eben dieses Einstellungsmenü hier. Gehen wir das Ganze ganz kurz durch. Als erstes haben wir hier den Mode. Hierzu kommen wir später noch einmal. Dann haben wir hier die BTRY, das steht für Batterie. Hier könnt ihr euren Akku einstellen. Hier gibt es die Möglichkeit von 6S bis 14S das Ganze einzustellen. Die CYC-Motoren arbeiten aber nur auf 10S bis 14S. Wobei 10S für 36 Volt steht, 13S für 48 Volt und 14S für 52 Volt. Laut CYC wird das in späteren Versionen des Displays überarbeitet, dass ihr nur noch zwischen 10S und 14S wählen könnt. Als nächstes haben wir Wheel, das steht für den Reifenumfang. Hier könnt ihr eben den richtigen Reifenumfang eures Rades einstellen, eures Reifens. Dies muss individuell an jedes Bike angepasst werden. Als nächstes haben wir die Temperatur. Hier könnt ihr die Temperatureinheit wählen. Also wir haben hier zur Auswahl C und F. C steht für Grad Celsius und F steht für Grad Fahrenheit. In Europa verwenden wir meist Grad Celsius. Dann haben wir jetzt nächstes Speed. Das steht für die Geschwindigkeitseinheit. Hier kann man die Geschwindigkeitseinheit auswählen. Entweder kph oder mph. Kmh steht, oder kbh steht natürlich für Kilometers per Hours, also Kilometer pro Stunde. Und mph steht für Miles per Hour, Meilen pro Stunde. Hier ebenfalls in Europa meistens kbh, also Kilometer pro Stunde. Auto off, also A off steht für Auto off. Hier könnt ihr einstellen, nach wie viel Zeit Inaktivität sich das Display ausschalten sollte. Und zu guter Letzt haben wir hier noch das BW, das steht für Passwort. Hier könnt ihr ein Passwort festlegen. Sollte das Passwort vergessen werden, kann man dieses allerdings nicht zurücksetzen. Deshalb empfiehlt es sich, das Passwort immer irgendwo aufzuschreiben. Wenn ihr es vergesst, dann bleibt euch nichts anderes übrig, als ein neues Display zu kaufen. Und zu guter Letzt haben wir hier das Info. Hier werden noch wichtige Informationen zum Display angezeigt, wie eben die Seriennummer, die Firmware-Version und die Herstellerversion. So, das war's jetzt mit den Einstellungen soweit. Dann gehen wir jetzt nochmal ins Dashboard. Wir haben jetzt hier nur einen sehr kleinen Bildschirm natürlich, wo eben nur die wichtigsten Informationen angezeigt werden. Die beiden Zahlen in der Mitte
stehen natürlich für eure Geschwindigkeit. Ich habe jetzt leider kein Gashebel und nichts angeschlossen, sonst würde ich euch das zeigen. Darüber seht ihr links das Street, das steht für den Modus, den ihr gerade eingestellt habt. Hier ist gerade das Street, der Straßenmodus eingestellt und hier oben rechts die Zahl steht für die Unterstützungsstufe. Wir haben jetzt hier nur Stufe 0 gewählt. Die Unterstützungsstufe lässt sich durch die beiden Up- und Down-Tasten einstellen. Wenn ich jetzt eben hier nach oben klicke, seht ihr, gehen wir in die Stufe 1, 2 und 3 und wieder nach unten dasselbe. Ganz unten haben wir jetzt auch noch die Akkuanzeige. Hier seht ihr links eben diese kleine Grafik, die hier jetzt blinkt. Steht für den Restwert am Akku. Der ist ziemlich leer. Und hier rechts daneben seht ihr die Restspannung vom Akku, was immer auch ein bisschen genauer ist als eben diese Batterieanzeige. Und zwischen der Geschwindigkeit und der Akkuanzeige haben wir jetzt immer hier so kleine Anzeigen, die wir eben durch Drücken mit der Taste M wechseln können. Hier haben wir jetzt zum Beispiel den Trip Distance, also wie viel Kilometer du auf dieser Fahrt schon gefahren bist. Und wenn ich jetzt hier nochmal eben auf M klicke, dann haben wir jetzt hier die Trip Time zum Beispiel, wo man einfach sieht, wie lange ich schon gefahren bin. Kann man hier noch weiterklicken, gibt es noch ein paar Einstellungen oder ein paar Werte. Diese erklären sich aber eigentlich von selbst. Ja. Dann haben wir noch die Möglichkeit, hier mit dem Display durch langes Drücken auf die Taste hoch die Hintergrundbeleuchtung aus- und einzuschalten. Ich hoffe, man kann es halbwegs erkennen. Und die zweite Möglichkeit wäre jetzt eben durch die Taste Down, wenn ihr da drauf bleibt, den Walk-Modus zu aktivieren. Ihr hört den Motor, der Walk-Modus funktioniert. Und wenn ihr die Taste wieder loslässt, dann hört der Motor wieder auf, sich zu drehen. Jetzt zeige ich euch das noch schnell, wie ihr den Modus wechseln könnt. Hierfür müsst ihr wieder länger auf der M-Taste draufbleiben. Jedoch muss das innerhalb der ersten 15 Sekunden nach dem Einschalten passieren. Wenn ich jetzt hier einfach auf der M-Taste draufbleibe, dann werden wir hier nur Informationen angezeigt, wie eben der Trip. Wie eben der Trip. Genau, jetzt. Hier sehe ich halt eben Werte zu meiner Fahrt, die ich gerade mache. Und wenn ihr hier nochmal auf die M-Taste dann klickt, dann könnt ihr die Daten auch löschen. Löschen wir die mal, da war eh nichts drauf. Als zweites haben wir Human, das sind dann quasi die Dinge, die ich geleistet habe. Dann haben wir noch den Motor. Hier haben wir dann die Dinge, die der Motor so geleistet hat. Und zu guter Letzt noch den Exit-Knopf. So, und eben wie gesagt, um in die Einstellungen zu gelangen, müsst ihr innerhalb der ersten 15 Sekunden auf dieser M-Taste draufbleiben. So, 1, 2, 3. Und jetzt haben wir hier eben noch die Option Mode. Da gehen wir jetzt drauf, aktivieren das einmal. Und hier könnt ihr jetzt wählen zwischen Street und Race Modus. Jetzt wählen wir den Race Modus. Gehen wir wieder raus. Und ihr seht es schon, steht hier oben Race. So wechselt ihr den Modus. Und ja, das war's schon wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen.